Herzlich willkommen. Es gibt eine neue Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Und ihr seid dabei, das ist klasse. Heute zieht's uns nochmal in die Nacht. In dieser Staffel haben wir über alles gesprochen, was nachts bei uns passiert, wie da Fahrzeuge disponiert werden, wer noch in der Leitstelle sitzt, wie die Sicherheit in unseren Fahrzeugen hergestellt wird, was in unseren Werkstätten passiert. Das alles war schon Thema und heute wird nochmal angepackt. Es fliegen Funken und es wird millimetergenau gemessen. Auch das passiert oft, wenn alle anderen schlafen. Bei einer 500.000 Fahrgäste am Tag müssen wir als Verkehrsunternehmen darauf achten, dass die Beförderung von Menschen vor allem sicher stattfindet. Dieser Verantwortung werden wir nicht nur mit unserem Fahrpersonal und unserem Fahrzeugservice, sondern auch zu großem Anteil mit unserer Infrastrukturabteilung gerecht. Die Kolleginnen und Kollegen überprüfen Signale, Weichen, Fahrleitungsanlagen, Haltestellenbereiche und Gleisanlagen auf ihren Zustand und leiten kurz- oder langfristige Maßnahmen ein, um ein intaktes und funktionierendes Schienennetz zu gewährleisten. Da ihre Arbeiten vor allem größere Maßnahmen im laufenden Betrieb nur teilweise oder gar nicht durchführbar wären, arbeiten sie oft in der Nacht, um die Einschränkungen für unseren Verkehr und andere Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Was sie dabei alles erleben, erzählen zwei Meister aus dem Team heute persönlich. Willkommen an Bord. Mein Name ist Jens Kern. Ich arbeite bei der RNV seit Beginn der RNV. Ich bin Meister Gleisanlage am Standort Heidelberg. Gelernt habe ich mal Maschinenbaumechaniker, Schlosser beim Mutterkonzern Heidelberger Straßenbergbahn. Das Schönste an meinem Job ist die täglichen wechselnden Herausforderungen, Umgang im Team mit meinem Werkstattteam, mit meiner Mannschaft, um die Herausforderung auch erledigt zu bekommen. Mein Name ist Christopher Unwald. Ich arbeite bei der RNV seit 2013. Gelernt habe ich mal Land- und Baumaschinenmechaniker. Jetzt arbeite ich bei der RNV als Gleisbaumeister. Das Schönste in meinem Job ist die Zusammenarbeit, die Instandhaltung der Gleisanlage und zu schauen, dass halt das Rad weiterrollen kann. Und ich freue mich sehr, dass heute in der Folge zwei echte Handwerker da sind. Gelernt, auch wenn sie heute mehr so in beobachtender Funktion als Meister natürlich in ihrer Abteilung agieren. Herzlich willkommen, Jens Kern und Christopher Odenwald. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, danke schön. Und man muss dazu sagen, dass ihr jetzt heute tagsüber da sitzt, ist die Normalität. Also normalerweise geht euer Arbeitstag, hast du vorhin gesagt, Christopher, von 6 bis 14 Uhr. Ja, von 6 Uhr kommen dann die Meister, 6.30 Uhr kommen dann die Kollegen in der Werkstatt unten und wir sind so bis 15 Uhr, 15.15 sind wir dann da. Aber es kommt auch mal vor, Jens, dass er in der Nacht arbeitet, ne? Ja klar, nicht nur nachts, es geht auch manchmal länger, wenn wir Störungen haben und so weiter. Da müssen wir halt flexibel sein, weil wir müssen uns dann halt darauf einschränken oder unsere Arbeiten dann machen, wenn halt die Störungen da sind, wenn wir halt gebraucht werden, dann machen wir das. Vielleicht könnt ihr uns zunächst mal, bevor wir auf die Nachtarbeit im Speziellen gucken, erzählen, was passiert denn so in den Gleisbauwerkstätten auf den Betriebshöfen Heidelberg und Mannheim? Also wir müssen dazu sagen, viele der Arbeiten werden durch Partnerfirmen erledigt. Das heißt, die Gleisbaukolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, sind nicht mehr so krass wie früher in den Schienenbau eingebunden und in den Streckenbau und so weiter. Das machen heutzutage Partnerfirmen von uns. Aber es gibt ja trotzdem noch gut zu tun für euch. Klar. Nämlich? Ja, also grundsätzlich ist ja bei uns erstmal die Instandhaltung. Wir sind alles Meistereien der Instandhaltung. Wir tun unsere Gleise warten, instandhalten. Da gibt es Turnuswartungen. Wir müssen das Ganze dokumentieren natürlich auch. Dann haben wir pro Standort jeweils Arbeitsgruppen. In Heidelberg zum Beispiel Pflegedienst, Weichenschlosser, Gleisbautruppen, die entsprechend ihre Tätigkeiten durchführen. Und da natürlich auch entsprechend, das koordinieren wir wiederum und dann unter Umständen, je nachdem was anliegt, auch nachts arbeiten, unser Thema von heute, oder natürlich auch dann entsprechend tagsüber unter Betrieb im Bahnverkehr auch noch agieren. Also muss man immer gucken, was das Aufgabe, was die Aufgabe am Tag ist. Immer spontan sein und gucken, was so genau anfällt, ne? Wo es gerade ein bisschen klemmt im Netz oder wo gerade sogar vielleicht was ganz neu gemacht wird. Denn, das ist auch interessant, die RNV ist eben nicht nur ein Verkehrsunternehmen, sondern gleichzeitig auch ein Infrastrukturunternehmen. Heißt, wir betreiben unser eigenes Gleisnetz und unser eigenes Signalnetz und so weiter, müssen eben dann auch selber mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür sorgen, dass das alles auch in Schuss bleibt, sicher bleibt und gut benutzt werden kann. Wir haben so knapp
200 Kilometer. Wir haben es jetzt nicht auf den Meter genau gemessen, weil es sind in letzter Zeit ja Gott sei Dank auch ein paar Neubaustrecken dazugekommen und so. Knapp 200 Kilometer und damit eines der größten Meterspurnetze gleismäßig in Europa. Und das müsst ihr natürlich hegen und pflegen, damit der Betrieb laufen kann. Christopher, vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was gehört so alles zu dieser Instandhaltung dazu? Also Jens hat uns gerade schon erzählt, eine eurer wichtigsten Aufgaben. Was muss man da alles genau machen? Ja, zur Instandhaltung gehört halt die Beobachtung, die Dokumentation, die Aufnahme des Ist-Zustand und zu vergleichen zum Soll-Zustand, dass man halt immer im Verschleiß Bereich bleibt und da drunter kommt. Sobald man halt drunter kommt, muss dann gegebenenfalls mal eine Weiche oder ein Gleis ausgetauscht werden, erneuert werden. Zur Instandhaltung gehört auch die Pflege mit dazu, also die Reinigung von Gleisanlagen zu Weichenanlagen. Gerade jetzt im Herbst oder jetzt in der Jahreszeit viel Laub, viel Schmutz, viel Wasser, wo uns dann die Gleisanlage zusaut und das muss halt gereinigt werden. Jetzt hast du schon sehr viel Interessantes erzählt. Nimm uns mal so mit raus auf die Strecke. Wie muss ich mir das vorstellen? Steht dann einer mit dem Lineal da oder mit dem Geodreieck und misst am Gleis nach oder wie funktioniert das? Ja, das kann man sich so ungefähr ein bisschen vorstellen mit dem Lineal. Bloß bei uns ist es ein bisschen größer wie so und das Lineal aus der Schule. Stell ich mir vor, ja. Wir fahren ja hier im Meterspurbereich. Also das heißt, unser Lineal ist auf jeden Fall mal 1 Meter lang, um das zu messen. Wir messen hier im Millimeterbereich. Wow. Und da so eine genannte Gleiswaage oder Spurmaß benutzt man dadurch und da wird es dokumentiert an gewissen Punkten, zum Beispiel in der Weiche. Wir haben auch so eine genannte Messkrappe, das ist so ein bisschen ein größeres Messinstrument, da fährt man über das Gleis drüber, da wird dann der Ist-Zustand aufgenommen und wird dann dokumentiert und aufgeschrieben und dann halt mit dem Ist-Zustand, also was das Gleis oder die Weiche haben soll, verglichen. Und wenn die Spurweite irgendwann mal deutlich weiter als 1000 Millimeter ist, haben wir ein Problem, ne? Weil dann wird es plumps machen und dann fällt das Fahrzeug in die Mitte. Das wollen wir natürlich nicht haben. Nee, da müssen wir vorher frühzeitig reagieren, dass das auf jeden Fall nicht passiert. Du hast gerade eben schon gesagt, jetzt im Herbst und Winter ist es besonders anspruchsvoll, die Gleise instand zu halten. Jens, welche Bauteile sind da dann besonders beansprucht? Ja, grundsätzlich unsere Weichen. Mhm. Da ist ja die Weichenzunge bewegt sich ja im Gleis, dass die Bahn nach links oder rechts fahren können entsprechend, dass man sich das mal so vorstellen kann. Und wenn da natürlich viel Laub und Äste von den Bäumen, was bei der Witterung halt runterkommt, bei Wind, Regen in der Weiche liegt, dann haben wir da halt keine Lage mehr. Und wie der Christopher schon sagte, wir sprechen hier im Millimeterbereich, also eine Weichenendlage muss nach 2 Millimetern noch gegeben sein. Alles andere haben wir dann Störungen, gibt es keine Freisignale mehr, sprich die Bahn kann nicht fahren. Deswegen haben wir auch unsere Pflegetruppen, die da natürlich entsprechend unterwegs sind, täglich im Netz, um eben auch die Weichen zu reinigen. Mit Hochdruckreiniger, mit Druckluft. Die werden dann auch noch geschmiert zusätzlich. Da gibt es Ablaufpläne dafür, die wiederum wir aus der Meisterei natürlich dann aufstellen und auch dann wieder bearbeiten, wenn die irgendwas feststellen und so weiter. Das sind so die Abläufe bei uns. Wie oft passiert es in der Regel so? Wie oft muss man nach so einer Weiche gucken? Je nach Schwerpunkt. Also es gibt Bereiche, jetzt Heidelberg wieder Bismarckplatz oder im Römerkreis. Ja, gut, da sind wir täglich, ja, da sind wir täglich dran. Da gibt es natürlich auch andere Weichen, wo man halt einfach vom Betriebsablauf her nur für Störungsfahrten mal benutzen. Da haben wir dann in unseren Protokollen, in unseren Dokumenten, wie wir es befahren müssen, die Intervalle drin, wann die Kollegen dort sein müssen. Und so läuft das ab. Und nur mal, um das noch dazu zu sagen, ich glaube, die Weichen sind somit auch die empfindlichsten Bauteile überhaupt an so einem Gleisnetz. Ne? Weil wenn man sich überlegt, wie dick ist so ein Schienenkopf oben oder wie breit ist so ein Schienenkopf in der Regel? So grob über den Daumen gepeilt? 80. Ja, also 8 Zentimeter, genau so ungefähr. Das, wenn so eine Weichenzunge, die hat natürlich dann nur wenige Millimeter oder Zentimeter. Ja klar, im Endeffekt ist es ja der Übergabepunkt. Ja. Das Rad rollt ja trotzdem auf der Backenschiene noch mit. Mhm. Das ist jetzt alles sehr schwierig. Erklär ruhig, wir sind hier für jeden Einblick dankbar. Aber da rollt das Rad ja drüber und es läuft dann irgendwann auf die breitere Zunge. Am Anfang vorne, an der Zungenspitze, sagen wir dazu, ist das natürlich sehr eng. Mhm. Das Ganze ist, wie du es schon sagst, sehr schmal auch, aber je weiter das Rad nach hinten rollt, man hat ja dieses Radreifenprofil mit dem Spurkranz, wird ja der Übergabebereich auch wieder größer, wo das Rad dann eigentlich die Weichenzunge erst richtig belastet. Aber da sind wir dann wieder bei dem Thema, was haben wir noch im Winter? Wir haben natürlich dann auch in den Weichen viel Verschleiß durch den Schmutz. Und das müssen wir in den Sommermonaten wieder aufarbeiten, ne? Mit Durchschweißen und Schleifen, in Nachtstunden dann wieder. Und im Winter ist es ja auch so, gerade jetzt nachts, wenn dann Schnee fällt oder so und morgens kommen die ersten Fahrzeuge, müssen die Weichen ja auch frei und befahrbar sein und nicht vereist durch viel Schnee und Wasser in der Nacht. Und die Weichen sind im Winter dadurch sogar beheizt, ne? Richtig.
Genau. Wie funktioniert das? Das läuft eigentlich über unser IS1. Das ist ja unsere elektrische Abteilung im Infrastrukturbereich. Und IS1 macht den elektrischen Part, IS2 den mechanischen Part in der Instandhaltung. Und da gibt es dann Heizstäbe in den Weichenprofilen, also in dem Schienenprofil der Weiche, ist dann ein Heizstab, wie ein Tauchsieder kann man sich das vorstellen, drin versteckt. Und der erhitzt das Material dann. Und die Anlagen gehen eigentlich so ab zwischen 4 und 7 Grad, fangen die dann mal an. Das wird dann eingestellt, läuft über ein Thermostat und dann fangen die an, sich aufzuheizen, dass die eben frei sind. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht trotzdem wieder ran müssen mit Pflegen, weil natürlich auch die Busse, die das Gleisnetz auch befahren können, Schneeballen in den Reifen mitbringen und das unter Umständen auch mal so eine Weiche reinfahren. Mhm. Und dann haben wir natürlich wieder das Thema, so viel Temperatur bringt dann die Weichenheizung nicht, um eben das wegzukriegen, das Ganze. Das hängt dann schon entsprechend dann auch wieder in der Weiche, sorgt für Störung und dann brauchen wir wieder unsere Pflegedienstjungs, die dann die Weiche dann. Also ich merke schon, es ist wichtig, dass ihr regelmäßig da seid und danach guckt, ja, damit einfach da nichts passiert, weil ich glaube, Entgleisung ist somit eine der größten Störfälle, die wir überhaupt haben können im Bahnverkehr. Ne? Welche Aufgaben davon könnt ihr denn grundsätzlich tagsüber erledigen? Oder gibt es eigentlich so einen Einsatzplan, wenn man weiß, die kommen um so und so viel Uhr, die erledigen das um so und so viel Uhr, weil ich sag mal so Weichenreinigungen oder so, das kann man jetzt um 8 Uhr morgens im Hauptverkehr eigentlich schwerer erledigen als irgendwie um 3 Uhr, wo noch nicht so viel unterwegs ist, ne? Ja, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt in der Stadt. Da gibt es Weichen, wie der Jens ja auch schon gesagt hat, die haben hohe Prioritäten, wie jetzt zum Beispiel in Heidelberg ja der Bismarckplatz oder jetzt in Mannheim der Paradeplatz. Ja, oder Ludwigshafen, Berlin, das ist alles vergleichbar. Genau, das sind so vergleichbare große Plätze, da ist ja viel mit Personen. Da geht man halt in Morgenstunden hin, gleich am Anfang der Schicht, um halt da... Das heißt, wie viel Uhr? Also da fahren die Kollegen so ab 6.30 Uhr, 7 Uhr in der Regel hin. Okay. Dass wenn halt die Rush-Hour beginnt, die Kollegen da durch sind, um da halt nicht ja, Passanten zu stören oder die Passanten stören uns oder so. Und dann haben wir natürlich, wenn wir dann im Fahrbereich sind, wo dann der Individualverkehr mitfährt, da müssen wir dann halt auch gucken, wo sind dann welche Straßen haben, dann sind sehr hochfrequentiert, dass man da halt in den Schwachlastenzeiten dann anfahren. Und ich kann mir vorstellen, dann so Bauarbeiten und so, das ist wahrscheinlich eher nachts dann, ne? Größere Maßnahmen. Ja. Also für uns selbst, Tausch von Weichenantrieben, das wäre mal eine Nachtgeschichte, wo wir dann halt nachts arbeiten müssen. Oder halt natürlich auch Überwachung von Fremdfirmen, was auch mit bei uns dann reinkommt. Die großen Gleisbaufirmen, wo wir dann dabei sind. Oder halt unsere eigenen Instandhaltungsschweißungen, wo wir auch wieder Subunternehmer haben, die für uns dann schweißen, wo wir aber unter Umständen, je nachdem, in welchem Streckenabschnitt sich das befindet, mit Mitarbeitern dabei sein müssen. Ja, das ist dann halt nachts, weil da tun wir auch unseren Verkehr natürlich deutlich einschränken und wir wollen natürlich die Störung für unsere Kunden, für unsere Bahnfahrer so gering wie möglich halten. Deswegen haben wir auch schon mal Nachtschichten mit drin. Also Weichenantrieb tauschen stelle ich mir auch relativ kompliziert vor. Da muss das ja dann oben aufgemacht werden und rausgebaut und reingehoben. Also ist schon, da kann man nicht mal eben in 2 Minuten die Bahn kurz anhalten und sagen, Moment, wir sind gleich fertig, sondern das muss flott gehen. Das muss in Ruhe gemacht werden. Aber grundsätzlich gibt es auch Arbeiten, wenn Christoph jetzt gerade sagt, 6.30 Uhr, 7 Uhr so, da ist ja schon voller Bahnverkehr bei uns im Netz. So, wie schützt man eigentlich Leute, die dann da arbeiten? Jetzt wirst du mir sagen, ja, du als Fahrer musst das doch wissen, das ist doch Teil deiner Ausbildung. Ja, aber ich würde es von dir gerne nochmal als Profi hören. Ja, wir fahren ja bei uns im Streckennetz unter 2 Bedingungen, einmal der Straßenbahn und einmal im EBO-Bereich. Und im Straßenbereich ist ja auch der Fahrer ein bisschen mitfahren auf Sicht. Und beim Eisenbahn ist er Fahrt nach Zugsicherung. Da müssen wir uns ja immer auf der Leitstelle anmelden, dass die Fahrdienstleiter und die Fahrer informiert sind, dass wir da in der Strecke unterwegs sind. Und wir haben sogenannte SIPOs, also Sicherungsposten mit dabei, die praktisch die arbeitende Kollegen danach schauen und warnen dann die Kollegen, wenn ein Zug sich nähert, dass sie aus dem Gleis rausgehen. Das heißt, die haben nur die Aufgabe, da zu stehen und zu gucken, in beiden Richtungen, kommt da was und wenn was kommt, rechtzeitig anzukündigen. Genau, genau. Und dann die Baustelle räumen zu lassen, dass der Zug passieren kann und dann im Zweifelsfall natürlich auch wahrscheinlich der Fahrerin und dem Fahrer Notsignal zu geben, sagen, anhalten, wir haben ein Problem, wir können nicht räumen, auf keinen Fall weiterfahren. So, ne? Genau, genau. Die SIPOs, die erkennt man immer ganz leicht, das sind die Kollegen, wo gelb gekleidet sind und die Kollegen, die arbeiten, sage ich es mal, ja. Die sind orange gekleidet, dass man auch von außen sieht oder der Zugfahrer sieht, auf wen muss ich jetzt gucken insbesondere.
wegen zum Beispiel einem Notsignal oder so. Kann man deshalb im Grunde genommen eigentlich sagen, dass die Arbeit nachts etwas ungefährlicher ist als tagsüber, weil es ist in der Betriebsruhe? Ja, also ich würde jetzt mal sagen, es ist Betriebsruhe, es ist ausgedünnter Straßenbahnverkehr, auch daher weniger Gefahr. Wir haben dadurch aber mehr Gefahr durch, weil wir nicht viel sehen und im Gleis uns aufhalten, auch Schotter. Die Wege dahin sind teilweise dann dadurch schlechter einzusehen. Und wir haben natürlich auch das Thema mit unserem Individualverkehr, unsere lieben Autofahrer, die natürlich nachts auch mal ein bisschen mehr aufs Gaspedal drücken und so weiter, die dann auch uns gefährden, wenn wir halt im Straßenbereich dann arbeiten und tätig sind, ne? Ja, das ist schon okay, verstehe. Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Und man kann natürlich auch leicht in Versuchung kommen, nachts zu sagen, ach, da kommt ja jetzt eh nichts oder der eine ist gerade durch und plötzlich wird doch noch ein Arbeitszug hinterhergeschoben oder so. Deswegen ist wichtig, dass es diese Sicherungsposten gibt, ne, zu jeder Tages- und Nachtszeit. Das weiß ich noch als Kind, da war ich mal ganz beeindruckt. Ich bin in Rhein-Gönnheim aufgewachsen, dann bin ich mal nachts mit den Eltern mit dem Auto vom Geburtstag zurückgekommen in der Familie und dann waren so Arbeiter da in der Schleife zugange und es sind ganz weit und ganz hoch Funken geflogen. Das fand ich damals als Kind unglaublich beeindruckend. Was ist da passiert? Ja, da finden dann überwiegend Schweiß- und Schleifarbeiten statt. Wir hatten es ja vorhin drüber, wir messen ja im Millimeterbereich, um den Verschleiß an der Schiene oder an der Weiche zu dokumentieren. Und wenn wir halt mal in den Bereich kommen, dass unser Verschleißvorrat aufgebraucht ist, dann müssen wir die Weiche oder das Gleis instand halten und da fangen wir dann an, mit den Fremdfirmen das Gleis aufzuarbeiten. Das heißt, da wird aufgeschweißt und das Profil der Zunge oder der Backenschiene oder der Schiene durch Schleifarbeiten wieder hergestellt, sodass man wieder ein Polster hat, wo dann wieder ein Verschleiß stattfinden kann. Und dieses Schleifen ist eben dieser Funkenflug. Ja. Dazu ist auch immer noch ein schöner Geräuschpegel mit dabei. Ja, klar, okay. Ja. Das ist wie eine riesige Flex, muss ich mir das vorstellen. Genau. Dann, ne? Die dann quasi die richtig aufgeschweißten Stellen wieder schön glatt macht. Die wird geführt durch die Schiene selbst, diese Riesenflex. Jetzt mal. Und der Mitarbeiter der Firma, der sitzt da drauf. Das ist also ein riesen Elektromotor und auch eine riesen Schleifscheibe und zieht im Endeffekt das Profil der Schiene wieder nach. Arbeitet dieses Profil wieder nach. Aber das ist schon mal super zu wissen, ne? Dass wenn so ein Gleisbogen irgendwie entweder so innen drin auf der Innenkante oder oben drauf am Schienenkopf zu flach oder zu dünn wird, dass man dann nicht gleich alles tauschen muss, sondern dass man tatsächlich durch so Aufschweißen auch wieder reparieren kann. Das heißt, da wird dann Metall quasi durch Schweißen, Heißmachen aufgetragen und abgeschliffen, dann sieht die Schiene quasi wieder aus wie vorher. Richtig. Ja. Ja. Und das funktioniert aber auch, habe ich ja auch schon mal gesehen als Fahrer, wenn so weichen Zungen mal abgebrochen sind oder so Gleiskreuzungen, da so Ecken fehlen, wie es halt im täglichen Betrieb passieren kann, weil ständig Bahnen drüber rattern, rüber und über. Und da kann man auch dann so ein bisschen nachbessern damit, ne? Klar. Okay. Ja, durch Schweißen, Schleifen kann man da viel wiederherstellen. Natürlich, wenn man dann mal anfängt mit Schweißen und Schleifen, gibt es gewisse Anzahlen, Zyklen, die man dem zumuten kann, dem Grundmaterial, aber irgendwann ist auch das verschlissen, weil natürlich das Eisen dann entsprechend seinen Kohlenstoff verliert durch das immer wieder Erwärmen und so weiter. Da irgendwann geht da auch nichts mehr, dann ist auch die Schiene platt und dann sind wir wieder beim Infrastrukturbereich in einer anderen Abteilung, die dann für uns das Ganze planen und Neubau dann auch machen. Wieder eine andere Abteilung infrastrukturmäßig, wo dann entsprechend auch mal eine größere Baustelle. Ich merke schon, Kohlenstoff aus Eisen, du bist auch noch Chemiker nebenher da in deinem Job. Nö, nicht, ja, aber Schweißer. Wir haben das alle mal gelernt. Und wenn ich an der Stelle einen Nerd-Fact noch mit einstreuen darf, auf den wir aber als Firma, als RNV auch ein bisschen stolz sind. Wir haben ja jetzt eine ganze Zeit lang zwischen 1994 und 2023 Fahrzeuge eingesetzt, nämlich die Generation von 94 oder sagen wir Generation 90er Jahre und Anfang 2000er Jahre. Jetzt werdet ihr gleich zusammenzucken. Das waren sogenannte Multigelenk oder sind sogenannte Multigelenkfahrzeuge. Das heißt, das Fahrgestell bewegt sich nicht mit dem Schienenkopf, sondern beugt sich dem Druck des Schienenkopfes. Aber man muss dazu sagen, diese Technik hat eben genau für unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Gleisbau oder von den Gleisanlagen einen entscheidenden Nachteil, nämlich das ist der schnellere Verschleiß der Gleise, ne, weil sich das Fahrzeug quasi bei jeder Fahrt gegen den Gleiskopf drückt und damit natürlich auch entsprechend mehr Abrieb erzeugt. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt die letzten Jahre, ne? Ja. Ja. Das ist schon was man natürlich mit einkalkuliert, wenn man solche Fahrzeuge bestellt, vollkommen klar. Aber jetzt, und deswegen möchte ich es noch kurz erzählen, das ist ein sehr nerdiger Fakt, ich weiß, aber die neuen Fahrzeuge der RNT-Serie, die jetzt 2023 gekommen sind, die haben
sogenannte Drehgestelle und deswegen bewegen sie sich mit dem Schienenkopf und üben nicht so viel Druck mehr aus auf den Schienenkopf, was ihr dann wahrscheinlich hoffentlich auch wieder merken werdet, wenn es weniger Verschleiß geben wird. Habe ich das so richtig erklärt? Ja, an der Schiene, an der Fahrkante der Schiene, gerade in Gleisbögen natürlich, ganz klar. Fahrkante Schiene oder Leitkante, Rillenschiene hat ja immer auf der einen Seite noch die Rille, die auch natürlich eine Kante hat, in der der Spurkranz läuft. Und wenn ich halt einen starren Wagenkasten habe mit einer Bahn ohne Drehgestell, dann zwängt sich das halt in einem Bogen durch. Das ist dann einmal das Radrücken und einmal der Spurkranz selber, die dann entsprechend drücken, einmal an der Fahrkante und einmal an der Leitkante. Und die Bahn zwängt sich da durch. Je schneller das der Fahrer fährt, desto größer natürlich auch noch die Kräfte dazu, die da wirken. Und durch das Drehgestell, wie du es schon richtig gesagt hast, versucht sich ja das Ganze ein bisschen auszumitteln, dass nicht die Bahn das alles so drückt, sondern dass das da nochmal einen Mittelweg findet, da durchzufahren. Also können wir hoffen, dass nicht nur dadurch auch ein besseres Fahrgefühl für alle entsteht, die drin sitzen, weil es ein bisschen sanfter, ein bisschen weicher in die Kurven geht zum Beispiel, sondern auch für euch vielleicht in Zukunft etwas weniger Arbeit, weil der Schienenkopf oder die Rille nicht ganz so oft saniert werden muss. Ja. Du hast eben schon was Wichtiges noch angesprochen, wo ich auch kurz so ein bisschen zusammengezuckt bin und dachte, oh ja, das ist natürlich auch ein Problem. Du hast gesagt, das macht auch ordentlich Radau. Ne? Nicht nur, dass es die Lichtbelastung gibt, dadurch, dass die ganze Zeit Funkenflug und hell und dunkel, sondern es ist natürlich auch Krach, wenn so eine Flex da irgendwie am Werk ist und in dem Ausmaß vor allen Dingen noch. Da ist natürlich schon, ich weiß das ja, weil ich auch viel Facebook und Instagram lese und so, aber da gibt es natürlich auch einige Beschwerden. Was macht man da im Voraus und vielleicht auch währenddessen, um das so ein bisschen im Zaum zu halten? Vielleicht für alle, die das jetzt bald lesen, oh Mist, heute Nacht finden bei mir ums Eck so Arbeiten statt. Was können wir da tun? Ja, also das machen jetzt nicht wir, aber da sind wir in der RNV sehr gut aufgestellt mit unserem Beschwerdemanagement, mit unserer Unternehmenskommunikation. Da arbeiten wir alle zusammen. Die bekommen Informationen von uns aus den Meistereien, wann wir welche Maßnahmen planen. Dann werden Anwohnerinformationen im Vorfeld, auch Tage vor der Maßnahme, schon erstellt und verteilt durch wieder einen Verteildienstleister, dass die unmittelbar liegenden Anwohner auch was schriftlich auf der Hand haben, was da passiert, um was es da geht. Je größer die Maßnahme, desto größer natürlich dieser Verteilerkreis. Wir melden das aus den Meistereien auch bei den Städten an, beziehungsweise die Firmen, die das ausführen, melden bei den Städten, Umweltämtern, Verkehrsbehörden die Maßnahmen, weil die natürlich zusätzlich mit ihren Arbeitsfahrzeugen auch den Verkehr einschränken. Da sind also diverse Genehmigungsverfahren dahinter. Auch Feuerwehr, Polizei müssen informiert werden, weil wir ja teilweise in den Verkehr eingreifen, wo auch als Rettungswege gelten und so weiter. Das sind halt dadurch auch Maßnahmen, die nachts stattfinden, weil dann natürlich das Ganze deutlich einfacher zu handeln ist. Und ich habe irgendwann in dem Zug auch mal gelernt, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist, wenn sowas zum Beispiel dann mal 3 Tage lang rund um die Uhr stattfindet, wenn so eine Strecke gesperrt ist und wirklich rund um die Uhr da gearbeitet wird, aber es ist natürlich besser, das 3 Tage am Stück zu machen, als irgendwie 3 Wochen jede Nacht. Ne? Also manchmal gibt es dann so Verteilungen der Arbeiten, ja. Seid ihr da eigentlich immer mit dabei? Müsst ihr immer mit da? Du hast eben was gesagt, natürlich, ihr seid überwachendes Organ auch. Das klingt immer so böse, wenn man sagt, Fremdfirmen überwachen. Ja, es ist aber natürlich nur so, das muss man schon ganz klar sagen, dass ihr in der Verantwortung steht. Ne? Die Firma führt die Arbeit aus, aber ihr müsst gucken, dass es auch ordentlich gemacht wurde. Deswegen vollkommen klar, dass ihr damit hinfahrt. Muss das immer sein oder langt das so stichprobenartig von Mal zu Mal? Ja, kommt immer drauf an, was für eine Arbeit mir ausführen lassen. Ne? Wenn es zum Beispiel eine Gleiserneuerung ist, dann greifen wir ja massiv in den Fahrbetrieb ein. Da ist dann auch, wie der Jens schon gesagt hat, Genehmigungen im Vorfeld. Auch bei uns im Betrieb müssen wir planen, einen Umleitungsverkehr oder Schienenersatzverkehr. Und da sind eigentlich immer Kollegen oder auch der Meister selbst immer vor Ort mit dabei, um die Baufirma zu betreuen, weil wir sind so ein bisschen als Bindeglied zwischen der Leitstelle und der Baufirma. Wenn das aber so kleine Reparatur-Schweißarbeiten sind, sind die ausführende Firma meistens alleine dort mit dem SIPO dann jeweils. Und ja, es ist nicht so 100%, aber in der Regel sind eigentlich schon Mitarbeiter von uns mit vor Ort. Okay, und macht euch das Spaß, nachts dann mal zu arbeiten, wenn ihr normalerweise so von 6 bis 14 Uhr arbeitet? Ja. Darfst du ehrlich sein? Ja, es ist grundsätzlich interessant, weil es halt auch nachts wieder eine andere Herausforderung ist. Mhm. Aber natürlich
liegt man auch gerne zu Hause im Bett, ne? Das ist ja, die andere Seite der Medaille. Bist du so ein früher Vogel normalerweise? Bist du lieber Frühaufsteher, als dass du nachts da rumrennst? Ja. Ja? Also ich finde ich interessant, aber mir geht es genau umgekehrt, muss ich ehrlich sagen. Ich würde lieber um 16 Uhr anfangen zu arbeiten. Ja. Nee, also das auf gar keinen Fall, lieber früh. Okay. Früh ran. Aber da muss man wirklich sagen, dass nachts, ja, man hat, es hat alles, wie wir es vorhin schon hatten, seine Vorteile, seine Nachteile. Mhm. Und auch da muss man sagen, ja, wir teilen das ja teilweise auf. Also es ist dann jemand da, der zum Beginn der Maßnahme, bis die Fremdfirma eingespielt, sich eingespielt hat, alles läuft. Und morgens zur Streckenfreigabe kommt wieder ein anderer Kollege. Mhm. Dass man einfach auch da eine gewisse Sicherheit hat, eine Konstanz hat. Wenn die erste Bahn kommt, ist jemand von der RNV vor Ort, der wirklich sagt, klappt, wir geben die Strecke frei oder wir müssen halt noch irgendwas machen. Die Baufirma muss noch irgendwo mal nacharbeiten, dass wir sicheren Verkehr gewährleisten können. Also teilen wir uns da dann auch auf von der Werkstatt aus. Und wenn wir eigene Projekte durchführen, wie Weichenantriebstausch, da haben wir natürlich dann unsere Poliere, Vorarbeiter, die dann auch mit dabei sind. Da brauchen wir aus der Meisterei dann nicht unbedingt dabei sein. Da sind die Jungs ja qualifiziert und können dann ihre Arbeit machen. Wie oft kommt sowas vor? Ein, zwei Mal im Monat? Zwei, drei Mal im Monat? Situationsabhängig. Okay. Also kann man ja nicht. Es gibt Monate, da gibt es wahrscheinlich 5, 6 und es gibt Monate, da passiert es gar nicht. So kann man das sagen. Ja, okay. Christopher, lieber früh oder lieber Nacht? Boah, kann ich gar nicht genau sagen. Also mir macht eigentlich beides nichts aus. Also ich arbeite auch gern morgens oder auch mal nachts. Also Nachtbaustellen haben auch seinen gewissen Reiz. Aber wie der Jens schon gesagt hat, man ist auch mal gern wieder am Bett. Also ist so tagesabhängig bei mir. Okay, aber das Schöne ist ja, dass ihr durch eure Arbeit alles habt, ne? Weil es eben so, wie es gerade anfällt und wie es braucht, seid ihr dann da. Also genau. Eine schöne Abwechslung auch drin irgendwo. Ja, richtig. Ja. Hey, vielen lieben Dank für euer Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr da wart und weiterhin guten Funkenflug und keine Entgleisungen euch. Ja? Dankeschön. Dankeschön. Soweit unsere Reise durch die Nacht bei der RNV. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein paar interessante Einblicke in unser Unternehmen, in unseren Betrieb geben. Und wie immer gilt, wenn ihr noch offene Fragen habt, wenn euch mal was besonders interessiert, dann meldet euch gerne als Kommentar auf Social Media und dann versuchen wir das in eine der nächsten Folgen einzubauen. Ab sofort wird auch jede Folge wieder ein eigenes Thema haben und ein bisschen aktueller sein an dem, was jetzt gerade so bei uns passiert. Also freut euch auf die nächste Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Mein Name ist Jens Schneider. Ich wünsche euch bis dahin, wie immer, gute Fahrt.